وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرَّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Und auch Ayyub, Ayyub alayhi salam, als er zu seinem Herrn rief und sagte, mir ist gewiss Unheil widerfahren, doch du bist der Barmherzigste, der Barmherzigsten. Ja, sagt Ayyub alayhi salam. Ayyub alayhi salam heißt auf Deutsch Hiob, kennen einige vielleicht, das ist die Hiobsbotschaft, wenn zum Beispiel so eine Endbotschaft kommt, sagt man, das ist eine Hiobsbotschaft. Also wenn die Welt untergeht, sagt man, also wenn so Nachrichten kommen im Fernsehen und man heißt, das wird untergehen, wir werden das nicht mehr schaffen, dann sagt man auch im Deutschen, das sind Hiobsbotschaften, also Ayyub-Botschaften. Und Ayyub a.s. ist auch wirklich in der heutigen Bibel auch vorhanden, also wie alle anderen Propheten auch. Und er soll dort nach der heutigen Bibel eine gerechte Person aus dem Lande von Uz sein. Die Rahmenbehandlung beschreibt, wie Allah subhanahu wa ta'ala Hiobs Leiden zulässt und Hiobs Treue zum Schluss belohnt. Also Ayyub a.s., ich sage es nochmal kurz in ein, zwei Sätzen. Ayyub a.s. war ein sehr guter Prophet und er hat immer Allah gedankt. Immer, und er war sehr reich. Er war sehr reich. Eines Tages kam der Shaitan und hat gesagt, ja Rab, wenn du Ayyub a.s. Bela gibst, wenn du ihm Krankheiten gibst, wenn du ihn seine Kinder töten lässt, wenn du ihm seine Herde aus der Hand nimmst, guck mal dann, ob Ayyub dann immer noch dich anbetet. Und dann hat Allah Ta'ala Ayyub a.s. geprüft. Er hat seine Kinder getötet. Er hat bei einem Erdbeben. Er hat seine Herde kaputt gemacht. Er hat ihm Krankheiten gegeben, dass ihn sogar fast seine Frau verlassen hätte. Und Ayyub a.s. war ein sehr standhafter Prophet gewesen. Und er hat diese ganzen Krankheiten, diese ganzen Prüfungen bestanden. Deswegen sagen wir heute Ayyub Sabr. Die Geduld von Ayyub a.s. Und er hat diese Prüfung letztendlich bestanden. Darum geht es hier eigentlich in dem 83. Vers dieser Sure, dass wir es nötig haben, eine Prüfung unterstellt zu sein, um wirklich einiges besser zu verstehen. Seine Geburt, das ist hier sehr, sehr interessant, wird zwischen 2185 vor Christus bis 600 oder 700 vor Christus datiert. Also es gibt, so lange ist das. Also einige sagen, 2185 vor Christus hat Ayyub a.s. gelebt. 2185 vor Christus. Die anderen sagen so ungefähr 600, 700. Allahu alam, wahrscheinlichste ist hier, dass es wirklich 600 und 700 vor Christus gewesen war, wo Ayyub a.s. Gelebt hat. Seine Kinder sollen gewesen sein, Kesia, Sülkifel, da wird gleich kommen, Keran Hapuch und Jemima. Ja? Über den Propheten Ayyub a.s. wird dem Propheten a.s. und uns natürlich die Geduld und die Prüfung beigebracht. Und was für uns sehr, sehr wichtig ist bei Ayyub a.s., was wir hier uns hier nehmen müssen, nur durch Leid und Prüfung kann man den Weg es richtig erlernen. Ein Mensch, der noch keiner Prüfung unterstellt wurde, ist somit schlecht einzuschätzen. Das heißt, mit euch können in der Dawa, in der Bewegung, viele Muslime sein. Viele. Die können sagen, Mashallah, Bruder, du bist der Beste, Allahu Akbar, Islam, etc. Wenn zum ersten Mal der Verfassungsschutz vor der Tür steht, fangen die ersten Füße an zu zittern. Dann kommen schon mal 50% nicht mehr in die Moschee. Wenn die Polizei vor der Tür steht, kommen die anderen 25% nicht mehr in die Moschee. Und wenn irgendein Verfahren dann eingeleitet wird und eine Razzia kommt, da kommen die anderen Prozent nicht mehr in die Moschee oder in die Bewegung, sodass dann quasi über 90%, 95% nach dieser Prüfung nicht mehr kommen. Das ist hier für uns sehr, sehr wichtig. In guten Zeiten können wir alle sagen, Islam, es ist schön, wir sitzen gerade hier im schönsten Raum, wir machen Unterricht. Wenn morgen das alles aus unserer Hand genommen wird und irgendwas wird eingeleitet, irgendwas, was die Leute sich ausgedacht haben, und die Kripo steht vor der Tür wegen irgendetwas, was ausgedacht worden ist, dann möchte ich mal sehen, was die Situation da ist. Leute, die dann sagen, ich schaff das, ne? Ich schaff das, ich schaff das. Bei einer Konfrontation mit dem Tarut sieht die Situation ganz anders aus. Deswegen, hier das Thema Ayyub a.s., nur durch Prüfungen und Leid wird man getestet. Und dort wird die Standhaftigkeit eigentlich gezeigt. Man macht einen Fehler, zwei Fehler, drei Fehler. Und man wird aufgebaut, man wird dazu mitländlich entzogen. Denn nur mit Leid wird man getestet. Mit Leid wird man erzogen.
Durch Weinen wird man erzogen. Keiner wird erzogen oder Tarbiyatülü mit Lachen. Keiner hat gesagt, oh, ich habe jetzt ihr ganzes Leben lang gelacht, ich habe viel gelernt. Hast du gar nichts gelernt. Wenn du aber einen Tag weinst, weil dir irgendetwas Schlimmes passiert ist, hast du durch dieses einen Tag Weinen besser, viel mehr gelernt als durch 100 Jahre Lachen. Ja? Leid und Prüfung sind deswegen sehr, sehr wichtig. Es gibt immer dieses Beispiel, Diamanten gibt es sehr, sehr wenig. Ja? Wenig. Aber wie werden Diamanten entstehen? Wenn Kontinente aufeinander pressen und durch diesen Druck auf die Erde, durch so einen hohen Druck entstehen Diamanten, durch diese ganzen Dingsdruck. Und so sind richtige Muslime. Richtige Muslime bleiben druckstandhaft, sie bleiben auf Istiqamet, sie bleiben zielstrebig und deswegen sind es sehr, sehr wenige und diese wenigen sind wie Diamanten. Es sind sehr, sehr wenig wie Diamanten. Und wie gesagt, in der islamischen Jamaat, wenn sich Leute auf Tawhid versammelt haben, sind das dann wirklich, wenn mehrere Prüfungen dann durchgemacht werden, dass 90% wirklich abfallen. Über 90% wirklich abfallen. Und das ist wirklich so eine Lebenserfahrung, die ich in den letzten fast, sag ich mal, 25 Jahren wirklich gesehen habe. Es ist nicht alles sehr, sehr leicht, wie es ist. Die minimalste Prüfung, die muslimische, die sogenannte islamische Community, sag ich mal, Szene ist ja sowieso so labil, die brauchen ja überhaupt so einen Test gar nicht. Eine Frage macht die Leute sogar schon kaputt. Oh, was? Komme ich nicht klar? Weg, tschüss.